Meteorologen befürchten, dass uns ein turbulenter Winter bevorsteht. Und das nicht nur bezogen auf Schnee und Eis. In den ersten 13 Tagen des Dezembers wüteten rekordverdächtige Stürme über Mitteleuropa. Und wie zerstörerisch ein Orkan sein kann, der mit 200 Kilometern pro Stunde durch die Städte jagt, das sehen wir ja jedes Mal in den Nachrichten. Und gerade in der Stadt sind die Sturmschäden enorm, weil dort teure Bürogebäude und Wohnhäuser auf engem Raum sind. Hat der Sturm erstmal richtig zugeschlagen, kann das teuer werden. Ja, und hier setzt jetzt die Wissenschaft an. Nano zeigt Ihnen, wie man eine Metropole wie Hamburg sturmsicher machen kann. In Hamburg sind die Menschen mehr als in anderen deutschen Städten an steife Brisen gewöhnt. Hier forscht der Meteorologe Bernd Leitl. Er kennt sich aus mit Wind. Seit Jahren sucht er nach Faktoren, die einen Sturm in der Stadt verstärken und erst richtig gefährlich werden lassen. Die Elbe bildet hier eine Freifläche, über der der Wind beschleunigt. Und wenn für die relativ häufige Windrichtung in Hamburg, Nordwest, der Wind dann hier auf die ersten Baukörper trifft, dann zwängt er sich in die Straßenschluchten. Und das hat zur Folge, dass dort überhöhte Windgeschwindigkeiten und enorme Böigkeit entsteht. Das kennt hier in Hamburg jeder, das ist eine der zugigen Ecken. Bernd Leitl forscht mit ungewöhnlichen Methoden. Das ist einer von Europas größten Windkanälen. Hier untersuchen Wissenschaftler, wie die Bebauung einer Stadt die lokalen Windverhältnisse beeinflusst. Weltweit beschäftigen sich nur etwa 100 Forscher mit sogenannter Urban Physics, der Physik des Städtebaus. In monatelanger Kleinarbeit bauen die Wissenschaftler hier die Hamburger Innenstadt im Maßstab 1 zu 350 nach. Bernd Leitl untersucht an diesem Modell auch, wie sich Abgase in der Stadt ausbreiten. Denn auch hierbei spielt der Wind eine entscheidende Rolle. Um möglichst realistische Ergebnisse zu erzielen, bauen die Forscher aus rauen Hartschaumplatten Gebäude für Gebäude nach. Jedes Detail berücksichtigen sie, vom Erker über den Kamin bis zur Garage. Wir müssen bei der Umsetzung solcher Stadtmodelle darauf achten, dass wir auch aerodynamisch ähnliche Strömungsverhältnisse abbilden. Das heißt, unsere Modellhäuschen müssen besonders scharfe Kanten haben und eine raue Oberfläche. Die stellt sicher, dass die Strömungsphänomene auch naturähnlich simuliert werden. Der Versuch im Windkanal soll Bernd Leitl zeigen, wo der Wind in Hamburg besonders stark werden kann. Die Innenstadt ist über Jahrhunderte hinweg gewachsen. An einigen Stellen stehen moderne Hochhäuser zwischen den alten Gebäuden. In den meisten Bereichen zieht der Wind problemlos ab. Doch sobald Bernd Leitl den Laser auf das Hochhaus richtet, ändert sich das Bild. Jetzt verfängt sich der Wind förmlich in den Straßenschluchten. Wie sich die Windgeschwindigkeiten verändern, sehen die Forscher im Vergleich. Je höher das Haus, hier in der Bildmitte, desto stärker sind die Verwirbelungen in Bodennähe und an den Dächern. Die intensiven Luftverwirbelungen im Dachbereich sind dann die Zonen, wo auch möglicherweise Schäden am Dach auftreten, wo ein Dach möglicherweise durch Windbelastung abgehoben wird und Sturmschäden auftreten. In der Stadt werden die Windböen durch Hindernisse wie Straßenschluchten oder Hochhäuser verstärkt. Das lässt sich oft mit einfachen Mitteln vermeiden. Die Windverhältnisse auf Fußgängerniveau in einem Stadtgebiet werden zum Beispiel durch die Fassadengestaltung beeinflusst. Raue Fassaden bremsen den Wind ab, glatte Fassaden beschleunigen den Wind und führen dazu, dass sich kritische Verhältnisse auf Fußgängerniveau einstellen. Eine Möglichkeit, die bodennahen Windverhältnisse positiv zu beeinflussen, besteht darin, Stadtgrün zu verwenden, Bäume anzupflanzen und damit den Wind zu bremsen. In Zukunft können Städtebauer bei der Planung neuer Viertel also berücksichtigen, was die Forscher als Probleme erkannt haben. Wichtig ist dabei, dass sich der Wind möglichst nicht verfangen und weiter aufbauen kann.
In der Planungsphase ist es nur ein kleiner Schritt, ein Haus zum Beispiel stufig zu konzipieren. Damit hält es dem Wind besser stand. Gefährliche Verwirbelungen im Dachbereich lassen sich reduzieren und die Windböen werden so gemildert, dass sie für Fußgänger und nachstehende Bauwerke nicht zum Problem werden. Im Rahmen städteplanerischer Maßnahmen denkt man in Zeiträumen von 20, 30 Jahren. Für die Zukunft ist es deshalb wichtig, bei der Auslegung von Bauwerken auf Sturmsicherheit möglicherweise auch Windlastnormen deutlich zu erhöhen, um langfristig eine Sturmfestigkeit von Baustrukturen sicherzustellen. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit können Wissenschaftler und Stadtplaner lernen. Manch windige Ecke lässt sich also in Zukunft besser vermeiden. Das macht die Städte angenehmer zum Leben und obendrein sicherer vor Stürmen. Und so viel von uns für heute. Morgen sehen wir uns.